Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch heute darf ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu unserer Family Radio Buchlesung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, in dieser Sendereihe, da darf ich Ihnen nicht nur regelmäßig neue Bücher vorstellen, sondern ich darf Ihnen diese Bücher auch vorlesen. Und das mache ich sehr gerne, denn auch ich lerne immer wieder etwas daraus. Und ich hoffe, es macht auch Ihnen Spaß, unserer Sendung zuzuhören. Zurzeit, da lesen wir gemeinsam ein Buch, welches geschrieben wurde von Harold Camping. Es trägt den Titel »Es ist fast soweit«. Wir haben nun schon etwas mehr als die Hälfte dieses Buches gelesen. In ihm, da behandelte der Autor die Frage, ob die Bibel uns eine Antwort auf die uralte Frage nach dem Ende der Welt gibt und insbesondere nach dem Zeitplan des Endes der Welt. In unserer letzten Sendung, da betrachtete der Autor in seinem Buch einige wichtige Jahreszahlen. Es sind vor allem drei Jahreszahlen. Es ist zum einen das Jahr 1877 vor Christi. In diesem Jahr, da zog Jakob mit seiner Familie aus dem gelobten Land, aus dem Land Kanaan, aus Richtung Ägypten, um so einer großen Hungersnot und einer Dürre zu entkommen. Die Bibel nennt diese Zeit eine große Trübsal für Jakob. Dann betrachtete der Autor ein anderes Ereignis in der Bibel im Jahre 587 vor Christi. Dort wurde Jerusalem und der Tempel von den Babyloniern zerstört. Und schließlich betrachtete er noch das Jahr 1994 nach Christi. Dieses Jahr war ein sogenanntes Jubeljahr, wenn man den biblischen Kalender des Alten Testaments fortschreibt in unsere Zeit. Der Autor beschreibt dieses Jahr als ein ganz besonderes Jahr. Diese drei Jahreszahlen, so schreibt der Autor, sind verbunden durch die Zahl 1290. Wie sie miteinander verbunden sind, darum geht es nun, wenn wir weiterlesen in unserem Buch. Der Autor schreibt, alle die genannten drei Jahre sind durch die Zahl 1290 miteinander verbunden, und zwar folgendermaßen.